Der vierte Prozesstag ist der bisher emotionalste und bewegendste. Die Mutter des kleinen Mohammed hat heute ausgesagt und auch die neunjährige Schwester Medina. Sie haben beschrieben, wie sie Mohammed vergangenen Oktober im Lageso-Chaos verloren haben und ihn nicht mehr finden konnten. Sie haben auch geschildert, wie sie heute noch unter dem Tod des Jungen leiden. Also der Familie geht es sehr schlecht. Die Anwälte haben auch angekündigt, morgen einen Antrag auf Entschädigung stellen zu wollen. Überraschend ist heute auch die Mutter von Elias wieder im Gerichtssaal aufgetaucht. Sie hat die Aussage von Mohammeds Mutter angehört. Eine Freundin der Familie erklärte hinterher der Matz, dass die Mutter damit ihre Verbundenheit mit Mohammeds Mutter zum Ausdruck bringen wollte und dass sie auch bei der Urteilsverkündung wieder dabei sein möchte.